Willkommen zum 101. oder 101. Video von Descent 2. Die Hälfte des Levels haben wir gefühlt schon geschafft. Hier gab es einen Energiesauger, ich erinnere mich. Ich habe dich schon mal gesehen. Da ist er. Der hat mich aber voll überrascht, obwohl ich wusste, dass er da war. Ja, ich habe das Mikrofon ein bisschen umgestellt, nämlich auf Default. Ich glaube, Default ist am besten. Und dann klingt das auch wieder annehmbar. Ich brauche Laser, Level 6 Quad Laser. Dann kann ich ihn hier. Der ist ja irgendwie unsichtbar geworden, der ist nicht explodiert, der ist einfach. Irgendwie nervt mich gerade Mr. Flash. Mir fehlt ja noch das Energy Center. Das war richtig gut betont. Ach man. Das Problem ist, immer wenn man dann aufnimmt, dann plötzlich juckt die Nase. Die ganze Zeit nichts und plötzlich muss man ständig kratzen. Und das hat nichts mit Nervosität zu tun. Das hat nur damit zu tun, dass die KI ein Virus in meine Nase geschickt hat. Er schießt schon, obwohl ich nicht mal sehe. Was sagst du dazu? Gauss, ich lächze nach Vulkanamo, Gauss. So, wo ist der Flash? Der sollte eigentlich das Energy Center finden. Aber ich meine, es muss ja hier irgendwo in der Nähe sein. Ich glaube, da wo der Energiesauger herkam, das wäre logisch. Die logischere Schlussfolgerung. Irgendwie aber auch nicht. Aber irgendwie sehr leichte Gegner, habe ich das Gefühl. Das ganze Level ist sehr für Anfänger gedacht. Ja, schießt du mal. Schießt du mal. Wenn es Spaß macht. Ich schieße auch ein bisschen. Mal gucken, wer länger Munition hat. Ja, super. Er kann einfach Dauerfeuer machen und ich kann nichts gegen tun. Gut, dann lassen wir den Scheiß. Wir gehen hier. Ach, diese Nase! Irgendjemand denkt an mich. Ich glaube, derjenige, der gerade mein Video guckt. Das ist es. Das ist genau deswegen. Wenn ich nicht aufnehmen würde, nur spielen, dann würde gar nichts jucken. So. Wir gehen hier hoch. Wir gucken da. Wir speichern. Hinterm Wasser. Hinterm. Ja. Nee. Ist nicht. Trotzdem wollte ich nachgucken. Man möge es mir nachsehen. Man will mal doch irgendwie ein Secret finden. Bin ich jetzt schon oben? Ich muss nach unten. Bin ich nicht gerade irgendwie nach oben geflogen? Ich bin verwirrt. Sehr kurios. Von wo? Ach so, das ist eine Verbindung dahin. Gibt es da irgendwas? Wäre jetzt meine nächste Frage. Da geht, glaube ich, nämlich hinten gar nicht weiter. Gucken wir uns das doch erstmal an. Hier hinten. Da geht es bestimmt durch. You cannot open this door. Wo ist der Schalter im letzten Level? Da habe ich zwei vergessen. Gut. Was? Sind das alles so keine Open Doors? Wollt ihr mich verarschen? Das wird eine Todesfalle. Ich hoffe, ich muss da niemals durch. Das wird übel. Hallo, ich habe das Schmatzen gehört. Wo kommst du her? Keine Ahnung, wo der herkommt. Ach so, natürlich. Von da unten. Aber er wollte mich jetzt irgendwo anders hinführen zum Energy Center, ne? Ich folge dem jetzt, denn der will mir jetzt zeigen, wo es zum Energy Center geht. Hier rein, ich bin verwirrt. Erstmal das mitnehmen. Gelbe Schlüssel, ja, da war ich doch schon. Komisch. Und woher weiß er überhaupt, wo es lang geht? Zack, drehen und... Wo schießt du denn jetzt schon wieder hin? Gib mir einfach Headlight. Ah ja, da ist das Ersehnte. Sehr schön. Natürlich musst du wieder da Wache schieben. Wer auch sonst. Er hier zum Beispiel noch. Da sind ein bisschen viele. Da hat man ja gar keine Chance, wenn es so viele sind. Ich habe viel zu viel verloren gerade. Ja klar. Die Musik hat gerade angefangen, also der Titel hat angefangen, deswegen beginnt er auch direkt wieder nochmal neu. Denn ich glaube, in den ersten 10 Sekunden oder
Naja, die Grenze kenne ich nicht. Wenn man in der Zeit einen Spielstand neu lädt, dann fängt der Titel auch nochmal von vorne an. Und das habe ich inzwischen herausgefunden. Der dreht ja völlig am Rad und der auch noch. 172, nehme ich hin. Nehme ich in Kauf. Ist gekauft. So. Dann will ich ja jetzt eigentlich nur noch den roten Schlüssel. Ich glaube, ich lasse mich einfach hinlotsen. Da steht es ja unter 0. Jetzt muss ich die 0 wiederfinden. das ist immer so was Witziges, die 0 zu finden. Die 0 ist ja nicht neben der 1, das hatten wir schon mal. Moment. Ich guck kurz. Das ist die 0. Jawohl. Puh, war nicht leicht. Nee. Vielleicht sollte ich auch einfach den Nummernblock. Moment, das wollte ich nicht. Weg. Moment. Alt F1. Game Save. Genau das wollte ich. Puh, jetzt bin ich total durcheinander gekommen mit den ganzen Tasten. Da sind Gegner. Wer hätte denn damit rechnen können? Voll daneben geschossen, ich weiß. Das war schon minimal besser. Und das war schon fast schlecht. Ich möchte eigentlich Gauss, wenn ich ehrlich bin. Die Phoenix soll, glaube ich, am stärksten sein, aber auch am meisten Energie verbrauchen. Und da ich jetzt gerade hier beim Energy Center bin, konnte ich es ja gerne mal ausprobieren. Aber anscheinend kann man die echt nicht so oft verwenden, sonst ist man gar nicht mehr gut aufgestellt. Wo kommen die denn jetzt mal her? Werden die dadurch generiert durch so ein Energy Center oder wie? Geht ja mal gar nicht. Ich habe noch keinen Spawner gesehen. Also da sind die ja mal ein bisschen gnädiger geworden. Mercurys habe ich auch schon ewig nicht mehr eingesetzt. Wer braucht schon Mercurys? Aha. Also ein sehr Anfängerlevel, muss ich mal anmerken. Ich weiß nicht, warum die mit dem Schwierigkeitsgrad nochmal so fallen. Vielleicht, um am Ende nochmal richtig Gas zu geben. Ah, ja. Die Tür geht erst auf, wenn ich, ne? Ja. Wie in alten Zeiten. Man kriegt nicht mal gesagt, dass eine Tür ist. Das ist total unfair. So, und da ist er tot. Also ganz chillig. Und da ist ein Schalter. Walls open. Ah ja. Das war nicht schwer, aber hat auch nicht viel gebracht. Ich sollte mehr Mercurys einsetzen, glaube ich. Aber vielleicht lasse ich es auch. Muss man an der Obernase kratzen. So, lass mich. Ach Moment, ich habe doch einen Flash den Auftrag gegeben, mich zu führen, oder? Aber der kann das nicht, der hat das nicht gelernt. Hallo? Wo bist du? Kommst du irgendwann wieder? Ist da das Exit? Das Exit habe ich schon gesehen, das war beim gelben Schlüssel. Ist das der Reaktor? Kann nicht sein, mir fehlt da noch der rote Schlüssel. Ne, das sind nur Wände. War ich hier eigentlich schon mal? Vielleicht war ich hier schon. Das ist der Anfang. Gut, dann habe ich das auch schon wieder rausgefunden. Wir sind am Anfang gelandet. Ja, genau da. Wo ist er denn jetzt? Er ist schon wieder abgehauen. Wieso sieht man ihn nicht auf der Karte, frage ich mich. Da ist er. Komm. Jetzt aber. Gas geben. Vor dem Durchdrehen. Hä? Wo ist er jetzt? Was willst du? Ja, toll. Hier geht's nicht weiter. Danke für deine Hilfe. Und außerdem sind wir verkehrt rum. Okay, er will, dass wir hier reingehen. Das ist völliger Schwachsinn. Er hat einfach keinen Plan. Er will wohl, dass ich hier irgendwo einen Schalter finde. Aber das kannst du dir abschminken, da fliege ich nicht rum. War ich nicht schon drin? Ich war da sogar schon drin. Und er will hier... Ich weiß nicht, was der Scheiß soll. Der verarscht mich einfach nur. Ich darf mich nicht um ihn kümmern. Ich muss mich selber darum kümmern. Alles muss man selber machen. Da oben ist noch eine Tür. In so Türen kann ich jetzt überall rein noch und dann selber gucken. Aber einfach auf diesen scheiß Flash verzichten. Moment, ich will endlich mal richtig rumstellen. Nicht, dass er mich jetzt wieder dahin führt.
Nicht auf ihn hören, nicht auf ihn. Einfach dahin fliegen, wo er nicht ist. Dann bin ich schon richtig. Da war der blaue Schlüssel. Haben wir diesen Bereich auch nochmal abgesucht. Da war ich jedenfalls auch schon. Hier geht's aber rein. Ja, jetzt geht's plötzlich doch hier lang, ne? Ja, bist du witzig. Immer den direkten Weg wählen, auch wenn, ja, wie so ein Navi. Auch wenn es da keine Brücke gibt. Boah, der macht hier alles kaputt. Der Sack. Ah ja, jetzt stimmt, da waren wir noch nicht. Das ist mir gerade bewusst geworden. Apropos Phoenix. Erstmal ganz lange suchen. Dann habe ich sie gefunden. Dann wollte ich hier noch... Homings kann ich ja auch mal wieder einsetzen. Und dann kann ich angreifen. Wie im echten Krieg, erstmal ganz lange die Waffen aussuchen. Haha, da ist er tot. An so einer Stelle ist es echt prädestiniert dafür, um Phoenix einzusetzen. Ist das ein Feind? Oder ist das der Guide in den Reihen des Feindes? Ich muss die Phoenix wieder loswerden, sonst habe ich gleich keine Energie mehr. Mal wieder ein Homie eingesetzt. Ist das nicht richtig witzig? Wir lachen uns alle nass ab. Wieso haben die nicht getroffen? Das ist ja weit komisch. Oder die haben getroffen und ich habe nicht gemerkt. Na also, wenn man mit Raketen arbeitet, dann kann es ordentlich was werden. Ist das was? Das war gar nichts. Nur der Guide macht... Alter! 175, 183, was war das? Ich glaube eine Gauss-Salve. Das hat sich so angefühlt. Stirbt das Vieh? Er ist irgendwie in Deckung wieder gegangen. Aber an sich ist es zwar leichter geworden, aber das heißt nicht, dass es weniger Spaß macht. Mir sowieso nicht. Diesmal nicht? Warum auch? Warum auch? Ach, diese Nase. Die macht sich echt über mich lustig. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen zurückgehen und ihn rauslotsen. Aus seinem Nest. Hä? Der war doch gerade da. Wieso ist er nicht gestorben? Weil ich zu weit oben war, glaube ich. Ich habe auf jeden Fall jetzt mächtig eine mitgegeben. Der muss sich da jetzt erstmal von erholen. Ah ja, und da will er mir dann doch wieder einen Bausparvertrag andrehen. Ganz plötzlich aus dem Nichts. Speichern. Ich sollte die Tür einfach aufmachen. Die schadet doch hier nicht, wenn man sie mal los wird. Mal gucken. Der wird gleich wieder kommen, sobald ich das mache. Wieso gebe ich eine 3? Ja. Ja, oh, ich liebe es. Ich liebe es. F4-1. Hat geklappt. Löschen kann ich keine Marker, weil ich da wieder mein Zweitprogramm drauf habe. Da lande ich wieder auf dem Desktop. Aber wir müssen es schon löschen. Ich will es immer vorm Spielstart beenden, das Programm, und vergesse es immer wieder, immer wieder. Der kann nicht mehr viel aushalten. Der kann nicht mehr viel haben. Jetzt hat er mich doch noch... Ja. Da bin ich bockig. Da bin ich total bockig. Da werde ich stur. Da hätte ich das mir auch viel leichter machen können, wenn er mich jetzt doch nochmal erwischen darf. Nix da, stirb mal. Jetzt ist er weg, jetzt ist er weg. Aber er lebt noch, ich weiß es. Da nämlich. Da ist noch eine gelbe Tür, vielleicht komme ich ja dadurch besser. Sekunde. Tatsache. Irgendwie erinnert mich die Karte an eine, die ich schon mal besucht habe. Ich weiß nicht, ob in Destiny 2 oder 1. Ha. Also, man muss einfach nur taktisch denken. Und erstmal auskundschaften, neu laden und dann besser agieren. Jo, was hat mir das jetzt gebracht? Das war doch auch nur wieder Zeitverschwendung, oder? Hier ist nämlich gar nichts drin.
Hat mich der Flash nicht hier hingeführt? Der hat mich total verarscht. Ach, hier geht's noch weiter. Puh, ich dachte echt, das war eine Verarsche. Das war echt übel. Oh, das, okay. Wer hat sich denn hier bitte schon über einen geringen Schwierigkeitsgrad beschwert? Gut, der hält nicht viel aus, speichern. Der hier genauso. Ah, das ist schön. Die sind zwar im Angriff sehr effektiv, aber nicht in der Verteidigung. Das ist ja noch mehr Verarsche gewesen. Nee, es geht da immer noch weiter. Sehr komische kleine Gänge sind das alles. Die sehr verwirrend sind. Drehen, drehen und da kommt er gleich. Speichern. Ja, ich glaube, besser geht es kaum. Ich glaube, das war eins meiner Lieblingslieder. Bei Vertigo in dem Add-on von Destiny 2 gibt es dann eh ein bisschen mehr Variation in den Liedern und auch andere, ältere und überhaupt. Aber es kann ja eh noch lange dauern, bis ich das dann spiele. Sehr lange. Aber maximal so 3 Jahre, weil ich in 2 Jahren eigentlich aufhören wollte mit dem Let's Play an sich. Zack. Aber das könnte durchaus noch 4 Jahre werden. Dann bin ich 10 Jahre dabei insgesamt. Und dann kann ich mich zur Ruhe setzen. Höchste Zeit. Genug Geld gescheffelt. So. Aha, das war die Phoenix, glaube ich. Ja, ich hoffe ja, dass es da... Na gut, ich bin durch die gelbe Tür geflogen, also muss es hier irgendwo den roten Schlüssel geben. Das wäre die logische Folge. Die logische Schlussfolgerung. Ups, der war überraschend. An sich aber trotzdem kommt mir das ein bisschen leicht vor. Ja komm, hat doch eigentlich... Oh nee, diese Energiesauger, die, ich hasse sie. Ich kann die inzwischen so gut heraushören. Und dann kommen sie auf einen zugestürmt in Schlangenlinien. Anscheinend habe ich mich total geirrt. Das war nämlich die hier. Trotzdem dachte ich, es wären die anderen gewesen. Wo bin ich denn hier gelandet? Das sieht ja mal geil aus, muss ich mal zugeben. Das hatten sie bisher so noch nicht gemacht. So mit offenen Wänden quasi. So ein bisschen erinnert es ja an das vorletzte Level, glaube ich, in Descent 1. Aber hier ist es bisschen besser gemacht. Geile Lava an der Wand, die hilft mir auch gut. Hier ist besser gemacht, weil da nicht so enge Gitterstäbe drumherum sind. Und man theoretisch sogar auch durchfliegen kann. Irgendwie jemand schießt da ganz wild um sich. Wer ist das bloß? Da ist der rote Schlüssel. Oh, ich hab's gesehen, oder? Nee, ich hab's nur vermutet. Ich mache einen neuen Stand. Also, ja, ich habe erst 2 Stände. Was ist los? Das Level ist grandios. Oder ich bin einfach so gut geworden. Ja, super. Moment, ich will gucken, wo die herkommen. Ach so, von da. Die sind gar nicht aus der Tür gekommen, sondern von da. Dann mache ich die erstmal kaputt, oder? Genau so. Ihr überrascht mich doch nicht, wenn ich speichern kann. So, jetzt habe ich Angst. Aber wir probieren es. Ah! Und wohin jetzt? Gut, ich brauche eine rote Tür. Da rechts wäre eine. Sonst irgendwo noch? Nö. Dann kann ich das Level ganz schnell verlassen. Hier sind vielleicht noch Gefangene, aber die ist, wenn ich sie bis jetzt nicht gesehen habe, dann ist mir das auch egal. Dup, 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 dup. Speichern. Einfach zur roten Tür. Wow, diese Gänge. Grauenvoll. Aber offenbar besser als in Destiny 3, wo es gar nicht mehr sowas geben soll. Habe ich jetzt selber noch nicht gespielt, aber was ich gesehen habe bisher, das sah nicht gut aus. So, bin ich richtig? Es dürfte richtig sein, ja. Es ist immer diese Ruhe vor dem Sturm, die man befürchtet. Also der Sturm, den man befürchtet. Die Ruhe, die man nicht ganz genießen kann, wenn es so leicht scheint. Und damit die rote Tür. Das Exit, das habe ich mir jetzt nicht extra markiert. Das war... Das? Das müsste es doch gewesen sein, oder? So rein theoretisch.
Ist aber ewig weit weg. Ich werde erstmal zum Exit fliegen. Einfach um nochmal kurz sicher zu gehen, dass es das ist. Es sieht zwar so aus, es kann eigentlich nichts anderes sein. Ach, hier ist es ja schon. Ja gut, dann ist alles super. Solange hier nicht tausend Fallen nochmal aufgehen, was wahrscheinlich passiert. Wer hat da geschossen? Vielleicht war es auch nur der Flash wieder, aber es hat nicht. Es klingt nicht so. Wer schießt da? Nein, ich will es gar nicht wissen. Hier ist so viel los in dem Level. Da ist schon wieder was aufgegangen. Hier. Ach, da war was drin. Aber das ist lange her. So verwirrend, wenn man zusieht. Ah, er hat geschossen. Wo auch immer er herkommt. Und umdrehen. Moment, ich nehme noch das Energy mit. Ich gehe nicht mal mehr zum Energy Center, das schaffe ich so. Das nehme ich so mit. An sich könnte ich ein neues Video machen. Sieht echt so aus, ja. Dann mache ich ein neues Video und beim nächsten Mal beenden wir dann Level. Haben wir noch gar nicht erwähnt. Level 19. Baloris Prime 3. Nep William Screw. Scrub. Scrub. So geil aussprechbar wie immer halt. Und unnötig wie auch sonst. Level 19 hatten wir dann fast geschafft. Nicht mehr lange, Leute, nicht mehr lange.